Heute Morgen werden wir dann in die Las Pardenas Reales fahren. Das sind ungefähr so 7 Kilometer von hier. Diese Wege sind relativ sehr eng, sehr kurvenreich. Ich bin jetzt mal gespannt, was mich erwartet. Jetzt halt links abbiegen, dann hast du dein Ziel erreicht. Jetzt links abbiegen und sofort rechts abbiegen. Um das Informationszentrum herum sind Parkplätze. Wohnmobile sollen einfach auf der Hauptstraße rechter Hand stehen bleiben. Da sind auch Wohnmobile eingezeichnet. Die Information hat leider noch geschlossen. Ich habe da aber einige Punkte ausgesucht und die wollen wir jetzt anfahren. Wir sind dann mal auf unserem ersten Punkt angekommen. Leider ist es heute sehr, sehr windig und Windböen mit über 40 Kilometer in der Stunde haben wir. Das ist natürlich sehr schade, denn so kann ich leider Gottes nicht die Drohne einsetzen. Auf einem Schild steht bis hierhin und nicht weiter, aber es gibt immer wieder Volltrottel, die sich an keine Spielregeln halten können. Und sowas ärgert mich persönlich ungemein. Ich bin hier Gast in diesem Land, also halte ich mich ganz einfach an Spielregeln. Man sieht an diesem Platz sehr gut, dass es Lehmboden ist und der Zahn der Zeit hat schon sehr viel dran genagt. Es sind Lehmschichten in verschiedenen Farben. Und an einigen Plätzen sieht man sehr gut, wie diese Erosion diese Lehmschichten ein nach der anderen abgebaut hat. Diese Erosion ist keine Geschichte von einigen Jahren, sondern das dauert einige tausend Jahre. Auf zum Wohnmobil und wir fahren dann den nächsten Punkt an. Dieses Schild erinnert daran, dass man unbedingt auf den Hauptpfaden bleiben soll, denn der Rest ist relativ gefährlich. An diesem Platz sieht man die verschiedenen Steinschichten sehr schön. Oben hat man Lehm, dann kommt eine Steinschicht und dann kommt wieder Lehm. Und kein Wunder bei der Erosion, dass dann die Steinschicht wegen Unterhöhlung irgendwann in den Haufen fällt, sieht man hier sehr deutlich. Wir sind jetzt ein paar Kilometer weitergefahren mit dem Wohnmobil und die Landschaft hat sich wieder komplett geändert. Die
Die Windböen haben sich immer noch nicht gelegt. Genau das Gegenteil ist passiert. Die haben sogar zugenommen. Es wird schwieriger, die Kamera ruhig zu behalten. Wir werden dann mal auf dieser Schotterpiste weiterfahren und ich bin gespannt, was noch kommen wird. An dieser bizarren Natur kann man sich einfach nicht satt genug sehen. Für jetzt die ganze Route hier abzufahren, ist natürlich das Wohnmobil die schlechtere Wahl. Am besten würde es da gehen mit einem 4x4. Das wäre optimal. Aber ihr kennt mich ja, das sage ich immer, in der Not frisst der Teufel fliegen. Irgendwo im Nirgendwo sieht man dann sehr viele verlassene Bauernhöfe, die teilweise schon eingefallen sind. Wahrscheinlich sind diese unrentabel geworden und wurden einfach verlassen. Hier innen drin ist schon interessant, viel zu sehen, wie das Ganze zusammengebaut worden ist. In dieser Hauptwüste gibt es auch ein paar kleine Seen und einen von denen wollen wir uns jetzt ansehen. Der See ist die Heimat von ein paar Schwänen und anderen Wasservögeln, die aber von hier aus nicht erkennbar sind. Einige der Plätze und Wege sind Militärzonen, da sollte man schon drauf aufpassen. Soweit ich mal im Bilde bin, wird hier mit den Jagdflieger geübt und mit den Jungs würde ich einfach nicht anlegen. Wir hatten uns jetzt etwas verfranst mit unserer Strecke, trotz Navigationssystem, aber auch die wissen nicht immer den besten Weg. Und da sind wir rausgekommen auf einer sehr schmalen und schlechten Straße. Zum Drehen hatten wir leider Gottes keinen Platz. Da mussten wir die 4-5 Kilometer weiterfahren, bis wir endlich einen Platz fanden. Und das war schon sehr, sehr abenteuerhaft. Wir hatten uns jetzt etwas mit der Strecke verfranst. Aber auch wenn man sich mal verfranst, dafür bekommt man aber dann super Aussichten. Die Schotterwege und Pisten sind sehr gut zu fahren. Wenn man das mit einem gemäßigten Tempo fährt, ist alles kein Thema. Bei solch einer Kulisse denkt man hinter jeder Kehre, müsste John Wayne oder Winnetou dahergeritten kommen. Wir sind schon wieder einige Stunden unterwegs für heute und so langsam geht diese Tour dem Ende zu.